Willkommen bei Fototour Deutschland, mein Name ist Andreas Patzek und das ist Himiko. Wir sind heute unterwegs zur Entenlochklamm. Habt ihr noch nie was davon gehört? Ich auch noch nicht. Durch Zufall sind wir hier gelandet. Das ist eine der schönsten Stellen hier im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich, beim Ort Kössen auf der österreichischen Seite. Wir starten hier bei dieser wunderschönen Kapelle hier, das ist der Klobenstein. Und das Besondere ist hier, dieser Fluss hier, das ist die Tiroler Ache. Und diese Klamm hier mit fetten, wunderschönen Felsen, ach, Himiko geht ins Wasser, und zwei Hängeseilbrücken. Eine Hängeseilbrücke könnt ihr ja hinten sehen. Und wie gesagt, es gibt zwei Stück und wir machen jetzt hier einen Rundweg von knapp so einer Stunde über beide Hängeseilbrücken, verschiedene Aussichten und machen auch noch ein paar schöne Fotos. Kann man hier hin? Jetzt bin ich pitschnass. Kann man hier hin? Zum Fotografischen. Also ich werde hier jetzt primär einen Superweitwinkel nutzen, 10-24 Fuji, weil sonst bekommt man hier einfach wenig drauf aufs Bild. Klamms sind ja eigentlich immer relativ eng. Nachher mal gucken, vielleicht nutze ich noch ein anderes Objektiv, aber das werden wir mal sehen. Wie gesagt, wir fangen jetzt hier vorne an bei der ersten Hängeseilbrücke und die beste Zeit ist so, wenn die Sonne ins Tal reinkommt. Beispielsweise war ich gestern um 7 da, da war ja alles düster. Jetzt sieht man also ein bisschen Lichtstrahlen, Lichteffekte und auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Bleibt.